Industriekomplex. Autos werden verschrottet. Künftige Archäologen werden kaum etwas ausgraben können. Automobilausstellung 1935. Eine Redepause. Gleich wird er versprechen, den Wagen für die breite Masse zu schaffen. Den Volkswagen. Hier entsteht die Zukunft. Das Design Center von VW in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Bevor ein Fremder einen Blick in die Halle werfen darf, werden die Modelle unter Planen versteckt. Man nennt die Prototypen Erlkönige, nach der Ballade, in der ein Schemen geheimnisvoll durch Nacht und Nebel geistert. Jeder Serienwagen ist das Echo eines Prototypen, der im Geheimen und in Handarbeit angefertigt wurde. Und an den Modellen müssen wir das hier noch ein bisschen weicher machen. Aber ich glaube, das ist keine Grundsache, wenn du das noch ein bisschen runder machst. Ein bisschen ausrunde. Ja, hier. Dr. Porsche konstruierte eine Limousine, einen offenen Wagen und eine Cabrio-Limousine, die bei 6 bis 7 Liter Brennstoffverbrauch und 100 Kilometer Autobahngeschwindigkeit nur 990 Mark kosten werden. 1938 wurde der Volkswagen öffentlich vorgestellt. Es war ein billiges Auto, es war nicht besonders schön und es hatte Mängel. Es war ausgedacht in der Zeit der Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise. 1938 wurde der Grundstein für das Volkswagenwerk gelegt. 70.000 Menschen waren zusammengeströmt, um Hitler und das neue Auto zu erleben. Aber die waren sehr weit weg. Hitler ist nur zweimal mit dem Volkswagen gefahren. Beim letzten Mal wollte er kurz vor Kriegsende die Ostfront besichtigen. Sie war nahe Berlin. Er benutzte den VW zur Tarnung. Jetzt Zeit. Die laufende Produktion. Wir haben hier eine Karosse, die in der 45. Woche jeden Tag gebaut werden sollte, das heißt fertig sein soll. Das ist ein sogenannter Fahrzeugaufenthalt. Der sagt uns also, die Daten für diesen Wagen wurden in der 44. Woche, am 4. Tag, im Rechenzentrum überspielt. Im Rohbau aufgelegt wurde dieser Wagen in der 45. Woche, am 2. Tag, also dienstags, um 7.48 Uhr. Am selben Tag, 10.45 Uhr,
war der Rohbau fertig und wurde in die Lackiererei geschickt. Ist durch die Lackiererei durchgegangen und war fertig um 17.29 Uhr, auch am selben Tag. Ist ins Karossenregal gegangen, wieder ausgelagert auf die Bänder, beziehungsweise hier auf die Montagelinie 6, wurde er am Dienstag um 18.59 Uhr, lief um 20.42 Uhr in die Halle 54 ein und kam von dort, nachdem er die Mechanisierung durchlaufen hatte, in der Halle 12 heute um 9.21 Uhr an. 12 Uhr ist die Karosse fix und fertig. Der Wagen steht da. Das ist eine offizielle Laufzeit von, man kann sagen, 1,5 Tagen von Rohbauauflage bis C.8. Das Blechlager. Das Blech kommt aufgerollt in meterlangen Spiralen. Ein öliger Schimmer liegt auf dem Metall. Der Vorrat reicht für eine Woche. Bei VW wird auf Bestellung produziert. Die Autos sind schon auf dem Markt, noch ehe sie gebaut worden sind. Eine Rolle wiegt über 20 Tonnen. Das Blech ist elastisch, ohne Stabilität. 50 Quadratmeter Blech ergeben einen Golf. Gut die Hälfte davon wird rausgestanzt und geht zum Abfall. Arbeiten automatisch. Arbeiter müssen nicht mehr Hand anlegen. Wir haben nur noch das Funktionieren der Maschine zu überwachen. Eine Tiefziehpresse wird repariert. Ein kleines Stück Blech hat sich im Stößel, das die Seitenteile prägt, verfangen und die Form beschädigt. Das Metall wird erhitzt und dehnt sich aus. Es wächst gleichsam nach. Dann wird es so lange zurechtgeschliffen, bis die exakte Form wieder erreicht ist. Die Straße steht still. Es herrscht trotzdem Krach. Man stopft sich Schaumstoff ins Ohr, um den Lärm zu ertragen. Vermittelt stößt man im Presswerk auf Bilder. Eine richtige Höhlenmalerei. Ein Arbeiter hat sie gemalt. Er ist inzwischen längst pensioniert. Das Bild hat er angelegt wie einen Ausbruch durch eine Mauer. Der Maler hat viel Gelb und Rot verwendet, damit das Bild die Umgebung kontrastiert. Und der Betrachter den Eindruck hat, wirklich in eine Ferne zu schauen. Von hier nach da. Der Boden erbebt. Der Schaden ist behoben. Die Pressen arbeiten wieder. Auf der Straße stehen 6 Tiefziehpressen hintereinander. Jede Presse verformt das Blech ein wenig weiter, bis es das endgültige Relief erhält.
einem biegsamen Streifen Metall ist ein steifes Element der Karosserie geworden. Aus allen Richtungen strömen Materialien und Werkteile herbei. Ein Teil wird zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort gefertigt und zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort zum Einbau benötigt. Jede Produktionseinheit ist angebunden an das logistische System. Die EDV ruft ab, koordiniert und steuert. Das Netz der Nachschublinien ist weit mehr als nur ein Transportsystem. Es ist auch Zwischenlager, Stauraum, Pufferzone. Und es ist das System, das alle Fraktionen der Fabrik miteinander verknüpft und den Gesamtzusammenhang stiftet. Die Logistik überzieht die gesamte Fläche der Produktionsanlagen. Sie ist der Himmel der Produktion. Werksorchester bei der Probe. Habt ihr schon eingestimmt? Ja. Der Probenraum liegt unmittelbar neben dem Presswerk. Man spürt den Takt der Produktion, wie er das ganze Gebäude erschüttert und sich in Musik umsetzt. Das Werk wurde 1939 errichtet. Die steinernen Allegorien der Zeit sind an den Türen stehen geblieben. Eine Mutter, die das Kind im Arm hält. Ein Arbeiter, der das Zahnrad in Schwung bringt. Der erste Bauabschnitt des Volkswagenwerkes geht seiner Vollendung entgegen. Auf dem riesigen Raum von 3 Quadratkilometern sind in knapp 3 Vierteljahren mächtige Bauten entstanden. Die große Werkzeughalle hat bei einer Höhe von 12 Metern eine Tiefe von 256 und eine Breite von 144 Metern. Das Karosseriewerk bedeckt eine Fläche von 72.000 Quadratmetern. 50 Millionen Reichsmark wurden in das Werk investiert. Das Geld kam von der Deutschen Arbeitsfront. Arbeiter haben es aufgebracht. Es waren die Zwangsbeiträge, die sie entrichten mussten. An der Fertigstellung der Bauten sind über 5.000 Arbeiter. Darunter einige tausend italienische und einige hundert holländische Arbeitskameraden beteiligt.
Den Arbeitern des Volkswagenwerkes werden die schönsten Pausenräume, Duschanlagen und Sportplätze zur Verfügung stehen, sodass hier nicht nur die technischen Anlagen, sondern auch die soziale Betreuung der Belegschaft einzigartig in der Welt sein werden. Ein paar Jahre später, da wurde das Werk 20 Kilometer weiter noch einmal angelegt, als Scheinfabrik. Die Bomberpiloten ließen sich nicht täuschen. Jeder fleißige deutsche Arbeiter, hieß es, muss die Möglichkeit haben, einen Volkswagen zu erstehen und in Betrieb zu halten. Das Volkswagensparen wurde erfunden. Wer jede Woche 5 Mark einzahlte, sollte nach 4 Jahren seinen Wagen haben. Zinsen wurden nicht angerechnet. Bis Ende 1939 gab es 170.000 Volkswagensparer. Gebaut wurden nur 630 Autos. Damals wurden VW-Witze erzählt. Einer geht so. Ein Arbeiter bei VW nimmt jeden Tag heimlich ein Teil mit nach Haus, um ein Auto zusammenzubauen. Der Freund wundert sich, dass das Auto noch nicht fertig ist. Dem Arbeiter will die Montage nicht gelingen. Wie er die Teile auch zusammenbaut, immer kommt eine Kanone dabei heraus. VW war ein Rüstungsbetrieb. Ein Aufklärungsverband der Waffen-SS. Er ist mit Spezial-Volkswagen ausgerüstet. Die kleinen Fahrzeuge sind sehr schnell und mächtig. Ständige Übungen erhalten die Kampfkraft der Truppe. Aufgabe der Übung erfüllt. Zurück. Achtung, steile Uferböschung. Schon sitzt der Wagen im Wasser und durchschwimmt sicher den Fluss. Lanzer sind erfinderisch. Ein improvisierter Schleppzug geht auf die Fahrt zu einem Stützpunkt. Volkswagen produzierte im Krieg 50.788 Kübelwagen und 14.276 Schwimmwagen. Es produzierte Tellerminen, baute an der V1, reparierte Flugzeuge und Panzer. Der Kliversberg, ein Hügel oberhalb von Wolfsburg. Hier oben hatten die Nazis das Zentrum der Autostadt geplant. Wie eine Krone sollte es sich über die Stadt erheben. Dazu ist es nicht gekommen. Die Bäume stehen immer noch. Sie sind krank und sollen gefällt werden. Das da unten sieht aus wie eine Blume. Ja, das ist auch eine Blume. Hier unten ist noch ein Blatt zu erkennen, ein stilisiertes Blatt. Und dann geht's nach oben da, gell? Ja. Hier eindeutig kyrillische Schriftzeichen zu erkennen, die ich mir auch mal übersetzten ließ. Und sie bedeuten Denkmal der russischen Jugend. Diese Aufnahmen habe ich Anfang dieses Jahres mal fotografiert. 29. Mai 1944, das heißt hier 18 Jahre. Scheinbar das Alter des Chinesen, der das hier eingeritzt hat. Und hier oben, diese Inschrift, heißt Denkmal der russischen Jugend. Was steht jetzt hier? Diese Inschrift heißt Alarm der Gefangenen. 3.4.1945. Man kann das auch mit Aufregung oder Unruhe übersetzen. Die Südstraße, 1942. Das Werk macht den Eindruck einer Phantomfabrik. Man kann nicht glauben, dass hier gearbeitet wird. Die Lücken zwischen den Wagen sind zu groß. Es fehlen die Arbeiter. Aber es waren mehr als 12.000 Menschen hier. 2/3 davon Kriegsgefangene, verschleppte Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, Männer, Frauen und Kinder. Sie wurden vor der Kamera versteckt. Man muss sie in die Lücken hineindenken.
Anlage heißt Vorderwagenkarussell. Die Bauteile kommen sternförmig von allen Seiten herangefahren. Die Phase der Bearbeitung wird von Kontrolllampen signalisiert. Alle 15 Sekunden wird ein Vorderteil fertig und zum Kastenbau überführt. Dort wird die Karosserie mit Dach, Seitenteilen und Heckblechen komplettiert. Autokarossen werden nicht mehr auf Rahmen montiert, sie sind selbsttragend. Diese Erfindung hat viel manuelle Arbeit überflüssig gemacht und die Einführung der automatisierten Produktion erleichtert. Die Voraussetzungen dafür sind robotergerechte Fahrzeugkonstruktionen. Dass die Anlage nicht funktioniert. Der Taufpunkt. Warum heißt denn das hier eigentlich Taufpunkt? Hier, wenn die Wagens, also hier kriegen sie ihren Namen, also was das wert hier, Ausstattung, motormäßig, alles, ne? Und diese kleine Schilder, das sieht alles drauf, was das wert jetzt, alles. Mit vier Türen, mit Kurbeldach oder Volle oder USA und so. Ja, und was ist denn mal ein falscher Zettel? Der kommt zurück, die Karte. Ja. Kann es vorkommen, dass der Apparat sich auch mal verliest und eine falsche Nummer durchgehen lässt? Nee, also bei dem nicht. Könnte, wenn man hier mit der Hand einlesen, ne? Da kann mal vorkommen, dass man statt Kurbeldach ein Volldach kriegt oder so. Ah, ja. Die Karosse erhält eine Kennnummer. Unter dieser Nummer liegt in der EDV ein vollständiges Bauprogramm bereit. Typ, Motor, Farbe, Ausstattung, Extras. Wer ein Auto bestellt, kann aus Tausenden von Varianten wählen. Jetzt ist der Wagen einer Bestellung zugeordnet. Also der Apparat kontrolliert noch immer noch mal, was sie machen. Das ist jetzt ein Volldach. Ich hau jetzt einen Kurbeldach rein. Da kommt jetzt die Karte zurück. Ah ja, hier denn. Hitchcock erzählte einmal von einer Filmidee, die er für eine Autofabrik hatte. Der Film verfolgt, wie ein Auto entsteht und seinen Weg durch die Fabrik nimmt.
Als das Auto am Ende vom Band kommt, sitzt ein toter Mensch darin. Die Produktion stand die ganze Zeit unter Kontrolle. Aber niemand hat gesehen, wie das Verbrechen passiert ist. Und keiner kann sich erklären, wie es geschehen konnte. Steimker Berg, der Stadtteil für die leitenden Angestellten und Ingenieure des Werkes. 1940 wurde er fertiggestellt. Er war in ein kleines Wäldchen hineingesetzt und sollte den Eindruck einer Gartenstadt machen. Nichts sollte hier an die Industrie erinnern. Nur Feierabend und Arbeitsfrieden, Nazi-Monopoly. Die Stadt wurde für das Werk erst gegründet. Ihr Name war Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens. An 100.000 Einwohner war gedacht, doch nur 3.000 Wohnungen wurden gebaut. Der Rest war Baracken, Fahnenstangen, Stacheldraht und Straßen aus Lehm und Schotter. Die Provisorien überdauerten die Nazis um viele Jahre. Und das sind also alles Bilder von 1954. Und das heißt, es war noch bewohnt. Ja, also das war noch bis Ende der 50er Jahre bewohnt, diese Siedlung. Und wenn man heute vorbeigeht, kann man also noch Ruinenteile finden. Wenn man sich das mal anguckt, unter welchen hygienischen Bedingungen die weit nach der Währungsreform in dieser Barackensiedlung Klein-Moskau gelebt haben müssen, dann kann man sich vielleicht vorstellen, was das für eine Zeit war. Und hier unten haben wir jetzt Lager aus anderen Gebieten. Ja, der Stadt. Hier haben wir einen Teil des Barackenlagers Lagberg. Die Aufnahme stammt von 1942. Diese Baracken sind 1944 von KZ-Häftlingen errichtet worden und sind noch bis Mitte der 60er Jahre bewohnt worden. Das heißt, Baracken waren in den 50ern und bis in die 60er Jahre, die 40er sowieso, fester Bestandteil der Stadt. Wolfsburg. Die große Teile der Würzburger Bevölkerung mussten noch bis weit in die 60er Jahre in Baracken leben. Denn nach dem Krieg waren gerade mal 3.000 Wohneinheiten fertig. Wie ist es eigentlich zum Ausdruck Klein-Moskau gekommen? Ein Erklärungsversuch ist vielleicht der, dass dieses Wohngebiet schon 1941 fertig war. Und zwar war es ein Barackenlager für russische Kriegsgefangene. Das ist also der eine Erklärungsversuch. Der andere Erklärungsversuch ist der, dieses Wohngebiet hat ja noch bis weit in die 50er Jahre existiert, dass sehr viele Flüchtlinge aus dem Osten hier gewohnt haben. Klein-Moskau gibt es im Wolfsburger Wortschatz immer noch. Eine Lichtung in einem Wäldchen von Büschen und Gestrüpp umwachsen. Das Lager war eingezäunt. Ein Betonpfahl steht noch da. Man muss ihn suchen. Heute wird das Gelände den Landfahrern und Zigeunern zugewiesen, die nach Wolfsburg kommen. Jenseits sind Häuser zu erkennen. Sie wurden in den 60er Jahren für die italienischen Arbeitsemigranten gebaut. Wohnungen zu finden, die ausreichend ausgestattet und zudem preiswert sind, blieb lange ein Problem. Deshalb ließ das Unternehmen für seine ausländischen Mitarbeiter 12 Hochhäuser bauen,
in denen etwa 3500 von ihnen in ein- bis vier Bettzimmern leben können. Die Miete kostet 50 bis 110 Mark. Das entspricht einem Entgelt von 6 bis 12 Arbeitsstunden. Man schätzt, dass mehr als die Hälfte des Lohnes der ausländischen Arbeitnehmer in das Heimatland überwiesen wird. Zwei Bankfilialen und ein Postamt sorgen für die reibungslose Abwicklung des Geldverkehrs. Das Phänomen einer verreisten Stadt vollzieht sich mit letzter Konsequenz. Zu ihm gehört schließlich auch der Sturm der 2000 italienischen Gastarbeiter auf ihren Sonderzug Richtung Süden. Eine kleine Stadt begibt sich für drei Wochen in den Ferienschlaf. 10.000 Familien mit 40.000 Personen gingen an einem Tag auf die Reise. Die Straßen leer werden, schließt sich die übrige Geschäftswelt, halb resignierend, halb froh, dem diktierten Urlaub an. Unter der Sonne Ägyptens. Zu den Urwäldern Javas. Zwischen den Hochhäusern der neuen Welt, an den Gestaden des stillen Ozeans. So sind Werk und Wagen in die Welt hinausgewachsen. Überall anzutreffen, allgegenwärtig. Mit ihren Vorposten, dem weltweiten und engmaschigen Netz der Servicestationen. Wo immer man Rat verlangt, wo Hilfe erforderlich ist, sind kundige Hände, die von Wolfsburg geschult wurden. Volkswagen-Chef Dr. Heinz Nochtorf besichtigte ein neues Werk, das in New Jersey erworben wurde, um die weltweite Produktion der Volkswagen zu verstärken. Die Autos sollen ganz mit amerikanischem Material gebaut werden. Generaldirektor Nochtorf kam, sah und ergriff Besitz. Das VW-Museum. Das Unternehmen besinnt sich auf seine Geschichte. Die Geschichte erscheint als eine unüberschaubare Ausbreitung von Automodellen. Porsches überlebensgroßes Porträt ist so eingefügt, dass er nachdenklich auf seine Erfindung herabschaut. Die Modelle lösen einander ab und verändern sich. Nimmt man aber alle Unterschiede zusammen, dann kommt eine Gemeinsamkeit heraus. Diese Gemeinsamkeit ist die Idee der Expansion. VW war die erste deutsche Fabrik, die Autos in Massenproduktion herstellte. Im früheren Volkswagenwerk zu Fallersleben werden wieder Wagen am laufenden Band hergestellt. Die Fabrikhallen, die während des Krieges schwere Schäden erlitten, sind ausgebessert. Rund 18.000 Arbeitskräfte sind in dem Werk und seinen Nebenbetrieben beschäftigt. Aufträge und Rohstoffe sind für lange Zeit gesichert. Unter einer Regenanlage wird eine Dichtungsprobe vorgenommen. Ein Drittel der Produktion ist für die Besatzungsmacht bestimmt. Ein Drittel dient im Inlandsbedarf, ein Drittel wird exportiert. Die Fertigstellung des 20.000. Wagens war für Werkleitung und Belegschaft ein ebenso erfreuliches Jubiläum wie für die gesamte deutsche Wirtschaft. Der 50.000. Volkswagen der Nachkriegsproduktion lief vom Fließband. Dieser Jubiläumswagen wurde unter den 9.000 Werkangehörigen verlost. Es gewinnt ihn ein Flüchtling aus Schlesien.
Außerdem waren noch 500 Fahrräder zu gewinnen. Alle zwei Minuten läuft ein neues Fahrzeug vom Fließband. 50.000 waren es allein in den letzten 10 Monaten. Anlässlich der Fertigstellung des 100.000. Wagens nach dem Kriege sprach Generaldirektor Nochtopf im Rahmen einer Betriebsfeier über den Wiederaufbau des Werks und dankte bei dieser Gelegenheit der Belegschaft für ihre Mitarbeit. Der Jubiläumswagen wurde unter den Werksangehörigen verlost. Gewinner auch diesmal ein schlesischer Flüchtling. Eine 500.000 Volkswagen. Dies war der Grund, warum Generaldirektor Dr. Nochtopf die 19.000 Arbeiter des Werkes zusammenrief. Hier ist der 500.000. Er und noch einige andere wurden im Rahmen der Jubiläumsfeier verlost. Ein riesiges Autoroulette gab die Möglichkeit, wie am Spieltisch die Glücksnummer festzustellen. Faites votre jeu, rien ne va plus. Doch Göttin Fortuna lässt sich bitten. Hier die Nummer 3, der erste Treffer. Und der charmanteste Kanonier aller Zeiten macht die Kanone Typ VW wieder schussbereit. Wenn man Millionär wird, ist das ein Anlass zum Feiern. Im Volkswagenwerk in Wolfsburg wurde es ein großer Tag. Frisch dekoriert mit dem Großkreuz zum Bundesverdienstkreuz präsentierte Generaldirektor Dr. Nochtopf zum glücklichen Auftakt den ersten Millionär des Hauses. In Wolfsburg lief jetzt geschmückt wie eine Hochzeitskutsche der 5.000.000. Volkswagen vom Fließband. Jeder neue Wagen, der auf die überfüllten Straßen der Bundesrepublik rollt, stellt erhöhte Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Autofahrer. In dieser Woche erreichte das Heckmobil des Professors Porsche aus dem Jahre 1932 Weltrekord. Zum 15.007.034. Mal rollte ein Käfer bei VW vom Band. Einmal mehr als Henry Fords berühmtes T-Modell. Wir sind ganz sicher und ganz zuversichtlich, dass eines Tages auch der 20.000.000. Käfer vom Band laufen wird. Der erste Volkswagen, der je produziert wurde, der Urkäfer, war dabei, als sein später Nachfahre, ein weißer Golf CL, der ihm nicht mehr sehr ähnlich sieht, in einer kleinen Feierstunde im Werk begrüßt wurde. Die Geschichte des Volkswagens war und ist eine Erfolgsstory und ein Symbol für den wirtschaftlichen Aufstieg und den industriellen Standard der heutigen Bundesrepublik. Vor 50 Jahren sind die Leute hier noch in Holzpantinen herumgelaufen. In Wolfsburg arbeiten jeden Tag 64.000 Menschen für VW. Weltweit sind es 240.000. Man sagt, rund 1.000.000 Menschen sind von VW auf die eine oder andere Weise abhängig. 1987 wurden 300.000.000 Mark Dividende für die Aktionäre erwirtschaftet. Der Jahresumsatz lag bei fast 55 Milliarden Mark. Das Bürohochhaus hat 13 Stockwerke. Von jedem Stock hat man einen anderen Blick auf das Werk. Ein Flur von 2 Kilometern geht durch. Man braucht 20 Minuten, ihn abzuschreiten. Spötter meinen, man könne am Boden die Krümmung der Erdoberfläche erkennen. Das heißt, man kann von einem Ende nicht zum anderen schauen. Dieses ist der Tauchpunkt. Da ist das Fahrzeug identifizierbar. Sehr richtig. Ja, und welchen Weg nimmt es dann weiter durchs Werk? Vom Tauchpunkt gehen Sie rüber zu dem Finisterland in der Halle 4, zu den Flachbändern. Ja. Wo, wie gesagt, auch 7 Bändern sind. Von da aus gehen Sie oben in den Fahrstuhl auch wieder rein. Wenn Sie es uns hier mal ja. Wie gesagt, dieses sind die 7 Bänder und das sind jeweils die Fahrstühle. Ja. Und von da aus gehen die Karossen rüber zur Lackiererei. Der Leitstand. Von hier aus wird die Produktion überwacht. Von da aus gehen Sie ins Karossenregal zur Halle 26. Und von da aus gehen die Karossen raus zu den einzelnen Linien oder zu den Bändern, zur Halle 54. Welchen Weg nehmen Sie denn vom? Den nehmen Sie über den da oben, I-Punkt. Dann gehen Sie rüber zu den Bändern. Hier, wie gesagt, zu den Umsetzern, automatische Umsetzer. Von den Umsetzern zum Halle 54. Und dann kommen Sie aus der Halle 54
sage hier Halle 54, M2 kommen, M3 Mechanisierung, die Komplettierung. Von da aus kommen die dann zu uns rüber, zur Halle 10 und Halle 12, zu den KB-Bändern und Fertigbändern. Von da aus gehen die Karossen weiter zu den Motorprüfständen. Von den Motorprüfständen zu den Putzerbändern. Von da aus gehen sie rüber über die Luftbrücke nach draußen. Karosserien sind entfettet, versiegelt und grundiert, bereit für die Lackierung. In der Lackiererei tritt die körperliche Arbeit zum ersten Mal wieder sichtbar in Aktion. Die erste Lackschicht wird aufgestäubt. Ein dünner Farbnebel, der verhindert, dass die Oberfläche wellig wird. Die Farbe kann von einem Auto zum anderen wechseln. In Sekundenbruchteilen werden dazwischen die Spritzdüsen gereinigt. Der Computer ruft die Farben automatisch ab. Farben sind gefährliche Substanzen. Lackiert wird in Tunneln, hinter verschlossenen Schleusen. Die Arbeiter tragen Schutzmasken. Schutzmasken sind bei der Arbeit hinderlich. Sie engen die Bewegungsfreiheit ein. Es ist auch unwürdig, bei der Arbeit eine Maske zu tragen. Eine Maske verleugnet den, der sie trägt. Und es ist schlimm, wenn man sich vor einer Arbeit, die man macht, schützen muss. Unkenntlich. Unter dem Lack sind die Serienwagen einander gleich. Jede neue starke Farbe sagt, dieses Auto ist noch nie da gewesen. Dieses Auto ist einmalig. Die ganze Palette der Grautöne wird durchgegangen, bevor die Nuance gefunden ist, die den Unterschied ausmacht. Das Atelier der Designer. Ich beschäftige mich vorrangig mit der Entwicklung von Farbmaterialkonzepten für die Außenhaut bzw. für den Innenraum. Es reicht so weit, ob der Stoßfänger lackiert wird, Entwicklung der Farbkonzepte für die Zukunft der Fahrzeuge, Stoffe und so weiter. Designierung der Stoffe, welche Farbe hat der Himmel, wie sieht der Fußraum aus? Kommt ein hochwertiger Teppich rein? Kommt ein einfacher Teppich rein? Und so weiter. Welches Kunstleder verwenden wir? Welche Lederfarbe? Und so weiter. Ich habe vorhin so ein Wort gehört, VW-Philosophie. Was ist denn das? Ja, es ist zum Beispiel auch eine Sache, die sich auf unsere lange erfolgreiche Tradition bezieht oder auch aus der zusammensetzt. VW-Philosophie, das ist eigentlich die Tradition, die gepflegt werden muss. Moderne Produkte, die auf eine traditionsreiche Vergangenheit besitzen.
irgendwo die Verbindung von Tradition und Zukunft. Zwischen Tradition und Zukunft liegen die 50er Jahre. Eine Reihe von Fotos aus der Zeit sollte Nordhoff groß herausbringen, den zweiten bedeutenden Werkschef nach Porsche. Man sieht, der Hintergrund ist aufwendig organisiert. Die Komposition muss den Chef entsprechend deutlich vorn ins Bild setzen. Der Hintergrund ist austauschbar, aber der Vordergrund auch. Auf einen Chef kommt eine Masse von Arbeitern. Eine Masse von Arbeitern kommt auch auf ein Auto. Volkswagen ist eine Zusammensetzung von Volk und Wagen. Wie viele Menschen entfallen auf einen VW? Wie viel VW entfällt auf einen Menschen? 1953. Die Menschen strömen zur Arbeit. Der Film ist glücklich darüber und ein bisschen erschrocken, wie viele es sind. Schritte. Aber nicht Schritte eines einzelnen Menschen, sondern von dreien, vieren. Von mehr Menschen, 10, 15. Von mehr Menschen, 100, 200. Von mehr Menschen, 1000, 2000, 5000. Er kann sie nicht zählen. Sie ergeben keinen Klang, nicht einmal ein Schlagen, wie es eine Trommel erzeugt. Da ist eine Treppe. Und der Horizont liegt von Steinen angefüllt. Quadern, eine neben der anderen. Die Quadern, merkt der Mann, die haben eine einzige saugende Gewalt, in die stürzt sich der Aderstrom. 1953, ein Roman über VW. Der Autor staunt über die Menschen, die es in sein Buch verschlagen hat. Er quält sich mit der Frage, ob der Mensch nun etwas Eigenes ist oder eher etwas Allgemeines. Und jeder hat ein Gesicht. Eben war das noch Masse, Strom, Ader. Jetzt hat jeder ein Gesicht. Die Luft riecht metallisch nach Farbe und Lack. Der Ausschnitt stammt aus dem Film Aus eigener Kraft. Als Motto heißt es im Film vorneweg, dieser Film schildert ein Beispiel des deutschen Wiederaufbaus. Er zeigt das Werk von 20.000 Menschen, die sich selbst geholfen haben. Damals war das Werk Staatseigentum. Einige Jahre danach wurde es verwandelt in eine Aktiengesellschaft und privatisiert. Zum Volkswagen kam die Volksaktie. Der Fotograf Kethmann ging für eine Woche ins Werk und machte Fotos. Er sah die Einzelteile und wie daraus ein Ganzes wird. Hintere Kotflügel. Der Fotograf schaut wie ein Bildhauer auf das Modell. Vordere Abschlussbleche. Die Einzelteile sind schön. Sie sehen aus wie Muscheln, Fächer und Sterne. Hinterachs, Kegelräder. Aber im Lauf der Fotoserie öffnen sich die Räume und die Werkhallen erscheinen. Karosserien aus der Lackiererei. Stoßstangen, in denen sich der Fotograf mit der Kamera spiegelt. Nicht anders sieht sich der Arbeiter, der sich bei der Arbeit über die Stoßstangen beugt. Karosserie Rohbau. Es zeigt sich, wie die Arbeiter dazutreten zur Produktion. Auf beiläufige Weise, auf Abstand, auf Lücke. Aufbauten werden auf Transportwagen gesetzt. Man kriegt mit, dass an jedem einzelnen Auto gearbeitet wird. Man kriegt Proportionen mit. Karosserien werden ausgestattet. Die Hallen von damals wirken groß und geräumig. Einfach, weil weniger Maschinerie da war. Karosserien werden auf Fahrgestelle montiert. Dieselben Hallen wirken heute vollgestopft. Wie eine Fabrik Maschinen und Menschen zusammensetzt, das hat sich verändert. Halle 54, die Karossen laufen ein. Innenausstattung. Die Arbeitsanweisungen werden angeheftet. Die Halle 54 ist hell ausgeleuchtet. Es ist die modernste Halle, die VW vorzuweisen hat, der Präsentierteller.
Der Arbeiter geht mit der Produktion spazieren. Aber Arbeit ist kein Spaziergang. Uelzen. Ich habe also dort 78 Arbeitsplatz verloren, war in der Fototechnik tätig und bin dann 7 Monate arbeitslos gewesen. Habe dann dort versucht, ja, in handwerklichen Betrieben oder überall so mal rumgesehen, Arbeit versucht zu kriegen. Das hat also nicht geklappt, nicht zu den Verdiensten, die man nun damals so gebraucht hat. Und bin dann zu VW gegangen und habe gedacht, guckst du das mal hier an. Bin heute noch im Werk eben. Also Sie sind nicht in Ihrem erlernten Beruf? Nein. Gelernt habe ich mal Radio- und Fernsehtechniker, bin also aus dem Beruf ganz und gar raus. Sie überblicken ja jetzt schon eine ganze Menge Zeit, 10 Jahre immerhin. Hat sich das Werk sehr verändert im Laufe dieser Zeit? Doch, ja, muss ich sagen. Die Technisierung ist also enorm. Das ist auch richtig in Schüben verlaufen, kann ich sagen. Wir haben mal irgendwo so mal, ja, 78 eingestellt, gedacht, naja, also wenn unsere Kinder mal Arbeit haben werden, dann wird mal irgendwie, da wird ganz schön was passieren noch an Technik. Und ja, ich muss sagen, das hat eigentlich jetzt uns selber so ziemlich erschlagen. Und das ist doch enorm. Ich habe es mir nie vorgestellt, dass das so schnell vorangehen würde mit der Automatisierung und so weiter, Roboter. Ja, also das erleichtert natürlich die Arbeit, habe ich den Eindruck. Andererseits könnte man doch auch das Gefühl haben, entbehrlich zu sein oder entbehrlich zu werden. Ja, also wenn man das mal so ein bisschen länger verfolgt, die Arbeiten, die wir so, als ich angefangen habe im Werk, noch gemacht haben und die jetzt noch praktisch verblieben sind, ich sehe das mal so, und viele meiner Kollegen bemerken das auch schon. Das sind eigentlich, was wir hier noch so haben, Arbeitsplätze, ja, die man noch nicht technisch erledigen kann zurzeit. Vielleicht, wenn man noch ein anderes Auto entwickeln würde, wo ein Roboter noch mehr rein kann, noch mehr Zugang hat, würden einige von den Arbeiten auch wegfallen. Das diskutieren wir hier also auch so. Das kann man sich vorstellen. Der Motor wird schrittweise komplettiert. Lichtmaschine, Abgasstutzen, Getriebe, Antriebsachsen, Lenkung, Vorderradaufhängung. Am Ende ist ein kompakter Triebsatz entstanden. Die Montage ist vollautomatisch. Es gibt Roboter, die raffiniert und feinfühlig arbeiten. Andere Roboter setzen nur eine Schraube ein. Sie machen das mit einer Präzision, zu der kein Mensch fähig wäre. Aber es kommt vor, dass eine Schraube verloren geht. Ein Roboter kann sie nicht aufheben. Das Band schaltet sich ab. Und ein Arbeiter muss den Fehler besorgen. In einer Nische kann er an das Band herantreten. Der Handschrauber ist griffbereit. Wo Roboter arbeiten, sind Zäune und Gatter errichtet. Sie arbeiten für sich, sie sind intelligent genug. Das nächste Bild im Produktionsablauf ist unmittelbar entgegengesetzt. Alles, was Roboter nicht machen können, nicht wendig und sparsam genug, das bleibt Arbeitern zu tun. Gummiteile, Schläuche, elastische Stoffe, stark verformte und gewundene Teile, die nicht einfach zu greifen sind. Ich bin mit
Der Mensch bewegt sich auf engstem Raum. Er arbeitet gewissermaßen immer noch in der Naturgeschichte, in Reichweite der Dinge. Der computergestützte Arbeitsplatz. Es dauert ein bisschen, bis das Bild wieder vollständig ist. Ein Konstrukteur sitzt an einem Detail für ein neues Automobil. Ja, und das sind das Bauteil, das ist hier in blau, hellblau der Varabock. Und hier sind jeweils Gas-, Brems- und Kupplungspedal. Könnten Sie uns das vielleicht isolieren, genau dieses? Ja, dazu hätte ich hier ein Bild. Und zwar eine isometrische Ansicht, wo man deutlich sieht, dass das ein 3D-Modell ist. Ja, hier sehen wir nochmal isometrische Ansicht, wieder der Pedallagerbock und hier jeweils die drei Pedale für die Betätigung. Für das Bremspedal zum Beispiel, hier in Rot, ist unter anderem für andere Pedale auch eine FM-Berechnung durchgeführt worden. Das könnte ich im nächsten Bild zeigen. Auch eine 3D-Darstellung. Ja, in diesem Bild sehen wir die drei Darstellungen vom Bremspedal. Das ist ein Blechformteil. Hier das Drahtmodell. Und daneben von dem Drahtmodell das finite Elemente-Mesh, also die Berechnung, FEM-Berechnung eines Bauteiles. Was ist das denn? Das ist eine finite Elemente-Methode. Da werden die Bauteile in kleine Elemente aufgeteilt. Diese Elemente sind datenmäßig geknüpft miteinander und können über Berechnungsverfahren berechnet werden. Und zwar hinsichtlich Steifigkeit eines solchen Bauteils und Torffestigkeit. Wenn das optimiert ist, wird das wiederum in das Modell, in das Produktions- oder CAD-Modell, was später produziert wird, eingearbeitet und dann kann daraus das Teil in Produktion gehen. Zurzeit wird an einem neuen Golf gearbeitet, der A3 im VW-Jargon. Er soll 1992 produktionsreif sein. Es ist eine Science-Fiction-Abteilung. Man arbeitet in der Gegenwart und konstruiert eine Zukunft. Ja, wir fahren die verschiedensten Dinge, zum Beispiel Motor, Getriebe, Bremsen und sämtliche Verschleißteile. Und dem, wie gesagt, auch Aufbau auf Risse. Ja. Und das ist im Wesentlichen unsere Aufgabe. Sind denn all diese Dinge nicht in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung schon vorher im Labortest untersucht worden, über Computer berechnet worden, durch Materialtests und so weiter erhärtet worden, sodass es gar nicht mehr notwendig ist? Das ist schon richtig, dass man unbedingt auf diese Forschungsarbeit, die vorausgeht, nicht verzichten kann. Die ist sehr gut, die kann man nicht auf keinen Fall in Frage stellen. Aber unsere Fahrversuche müssen trotzdem parallel dazu laufen. Kommt es denn vor, dass die manchmal voneinander abweichen, von dem, was man vorher annimmt, und dem, was sich dann im Dauerversuch herausstellt? Könnte ich mir schon vorstellen, dass da Abweichungen auftreten. Wenn wir bei unserem Fahrten haben wir eine bestimmte Kilometerleistung zu fahren, und wenn da irgendwas auftritt, wir schreiben am Schichtende unseren Mängelbericht, und da werden wir sämtliche Fehler drin beanstanden. Und dann sieht man ja, ob irgendwelche Abweichungen auftreten. Wie viele Kilometer fahren Sie denn? Ja, jeder Fahrer von uns fährt so im Schnitt zwischen 60.000 und 80.000 Kilometer. Und die ganze Abteilung kommt so auf eine Kilometerleistung von 13,5 Millionen. Keine Nacht, kein Nebel. Besucher kriegen keine Prototypen zu sehen. Biodynamik-Labor. Dummies werden für Testversuche hergerichtet und kalibriert. Bevor ein Autotestversuch läuft, wird erst einmal getestet, ob die Dummies den Standards gehorchen.
Sie müssen bestimmten Normen genügen. Größe, Gewicht, Kleidung und Schuhwerk sind international vorgeschrieben. Es gibt zwischen 12 und 32 Messstellen in einem Dummy. Sie entsprechen den gefährdeten Partien eines menschlichen Körpers, der in ein Unfallgeschehen verwickelt wird. Der modernste und derzeit gebräuchlichste Typ ist ein Dummy der dritten Generation, der 50% Hybrid 3 mit 32 Messstellen. Er kostet $25.000. Weitere $30.000 kosten die Sensoren, die in ihn eingebaut werden. Transferstraße in der Halle 54. Eine Transferstraße ist eine Kette von Einzelmaschinen und Transportvorrichtungen, die von Anfang bis Ende konsequent durchorganisiert und zu einer Art Gesamtmaschine zusammengefasst sind. Die Transferstraße ist voll mechanisiert. Das Unternehmen sagt, wir sorgen für die Rationalisierung der Produktion und die Gewerkschaft sorgt für die Humanisierung der Arbeit. Der Triebsatz wird montiert. Um diesem Augenblick Bedeutung zu verleihen, hat man nach einer besonderen Bezeichnung gesucht und den Vorgang Hochzeit genannt. Normalerweise liegt die Transferstraße im Dunkeln. Licht wird angemacht, wenn Besucher da sind oder wenn die Anlage ausfällt und repariert werden muss. Roboter arbeiten blind. Sie brauchen nicht zu sehen. Produktionsplanung wird bereits an einer neuen Transferstraße gearbeitet. Was ist denn das Besondere jetzt an der neuen Anlage? Die neue Anlage beinhaltet einen größeren Arbeitsinhalt für die Bearbeitungsmaschine. Wir fahren heutzutage in der Halle 54 und bauen den Triebsatz ein. Es ist auch sinnvoll, diese Technik für die Stückzahl einzusetzen. Für kleine Stückzahlen bietet sich es an, viel Arbeitsinhalt auf einen sogenannten Werkstückträger zu bringen und diesen einzubauen. Hier an dem Modell haben wir gezeigt, wie es möglich ist, dieses umzusetzen, indem in einer Station mehrere Roboter stehen. Diese Roboter sind Säulengeräte, das heißt, wir fahren über eine Achse, die ein Betriebsmittel in der senkrechten Richtung bewegt und durch Arme zu den Schraubpunkten schwenkt. Wir können hier mit einem Roboter mehrere Schraubpunkte anfahren in einer Bearbeitungsstation. Kann man sagen, dass Sie an einer Geisterfabrik arbeiten, die auf Knopfdruck arbeitet? Es wird in der Montage
eine Geisterfabrik nicht geben. Wolfsburg ist alles neueren Datums. Es ist ein erfundener Ort. Erfunden, geplant und angelegt für das VW-Werk und einfach mit dem Werk mitgewachsen. Immer wieder wurden neue Pläne ausgearbeitet, doch nie war ganz klar, wo die Mitte der Stadt liegt. Anfang der 80er hat man eine Fußgängerzone errichtet. Hier kreuzen sich die Wege. Aber ein Trampelpfad durch die Warenwelt macht noch lange keine Stadtmitte. In der Vergangenheit zog das Werk viele Flüchtlinge an, Vertriebene, Arbeitslose. Sie wohnen jetzt hier. Es ist ihre zweite Heimat. Wie könnte man das Verhältnis von Zentrum, Peripherie, City, Stadtteile beschreiben? Also ich fange durchaus mal mit den Nachteilen an. Natürlich haben diese einzelnen Stadtteile in einer Größenordnung von vielleicht 3.000 bis 4.000 Einwohnern bis hin zu 12.000, 13.000 Einwohner pro Stadtteil, haben sie den Nachteil, dass dort kaum oder nur wenig Arbeitsplätze sind. Also man lebt dort, man wohnt dort und man hat, das ist jetzt sehr wichtig, ein kleines Stadtteilzentrum, wo man den täglichen Einkauf, den täglichen Bedarf sich besorgt, wo also auch eine gewisse Marktfunktion herrscht, eine gewisse Einzelhandelsfunktion. Aber eben der Nachteil, dass doch die Funktionen begrenzt sind auf das, was ich eben gesagt habe. Die Vorteile der Stadtplanung dokumentieren sich selbst. Neun Zehntel der Stadtfläche sind unbebaut. Es gibt viel Grün. Schnelle Straßen führen hin und her. Zur umgebenden Natur ist es nicht weit. Einkaufszentren stellen die Versorgung sicher. Die Stadtteile liegen locker verstreut in der Gegend. Der Stadtrand ist überall. Wo es keine Mitte gibt, gibt es auch keine Peripherie. Nun.
624, 625, 626, 627. Halle 12, Endmontal. Die Autos kommen auf Rädern an. 2 oder 4 Liter Benzin werden getankt, je nach Bestimmungsort. Kleine Fehler sind auszubessern, Polstersitze werden eingesetzt, alle Aggregate werden elektronisch kontrolliert. Keine andere Industrie erzeugt ein Produkt in solch hoher Stückzahl, in annähernd so vielen Arbeitsgängen, aus so unterschiedlichen Werkstoffen, zusammengesetzt aus zahllosen Einzelteilen, versehen mit komplizierten Aggregaten, mit der Möglichkeit vielfacher Variationen. Übergibt das Auto dem Vertrieb. Hin kann man fahren, zurück geht es zu Fuß. Die Arbeit verlangt keine besondere Qualifikation und wird nicht besonders bezahlt. Es ist Frauenarbeit. Im Gehen werten die Frauen die Arbeit auf ihre Weise auf.
Autoproduktion ist eine Schlüsselindustrie. Die Volkswirtschaft basiert auf der Autoproduktion. Basieren heißt, sie fußt darauf, sie ist das Fundament. Man sagt, geht es VW schlecht, geht es der Bundesrepublik schlecht. Der Grundstein, den Hitler legte, wurde Mitte der 50er Jahre vom Werksgelände entfernt. Er soll in das Fundament dieser Brücke eingelassen worden sein. Die Brücke führt über den Mittellandkanal vom Werk zur Stadt. Was ist Verkehr? Eine Bewegung von hier nach da. Ein Stillstand zwischen zwei entgegengesetzten Orten. Früher sind die Leute zur Arbeit gegangen, heute fahren sie. Der gleiche Weg ist weiter geworden. Es heißt, geht es VW schlecht? Geht es der Bundesrepublik schlecht. Es gibt einen Zusammenhang von Industriearbeit und Autoverkehr. Er ist schwierig zu ermitteln. Ist es die Fahne, die flattert? Oder ist es der Wind, der weht? An einem Werktag werden 3000 Autos fertig. Das sind 180 Autos in der Stunde. Das sind 3 Autos in der Minute. Das ist ein Käufer in 20 Sekunden. Wo kriegt man jeden Tag 3000 Käufer her? Die Problematik besteht ja nicht nur darin, dass wir eine Masse von Automobilen täglich produzieren und versuchen, den Markt unterzubringen, sondern weiterhin darin, dass diese Automobile natürlich bis zu einem hohen Grade standardisiert sind. Das heißt, sie sind untereinander relativ ähnlich. Die Kunden draußen aber sind nicht ähnlich. Im Prinzip strebt ja jeder Kunde danach, ein weitgehend individualisiertes Produkt zu haben. Um diesen Widerspruch zwischen der notwendigen Standardisierung in einem Industriebetrieb einerseits und den individuellen Wünschen andererseits, diesen Widerspruch zu lösen, muss man natürlich eine sehr flexible Produktpolitik betreiben. Das heißt, nicht nur eine flexible, sondern auch eine weitsichtige Produktpolitik. Das heißt, die standardisierten Produkte müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst einen breiten Kundenkreis ansprechen, einerseits. Andererseits muss die Flexibilität in den Produkten so ausgenutzt und gezielt ausgenutzt werden, dass wir individuellen Wünschen innerhalb eines standardisierten Produktes durch verschiedene Versionen in der Ausstattung, im Motor und in der Auslegung des gesamten Produktes entgegenkommen kann. Automarkt auf einem Werksparkplatz. Werksangehörige wollen ihre Einjahreswagen absetzen. Ja, das ist ein Golf, den wollen wir nicht. Wenn Ihnen der Ausflug hier kaputt geht, dann hängen Sie einfach einen Kackpott unter für 450 Mark und erledigt. Beim Diesel ja, ne? Ist brauchbar. Weil er beim Diesel macht er nicht von hier neu.
VW gewährt den Werksangehörigen einen Preisnachlass von 16%, so viel wie auch dem Autohandel eingeräumt wird. Der Rabatt erleichtert den Weiterverkauf nicht unbedingt. Die Käufer spekulieren, ein größeres Stück davon abzubekommen, als die Verkäufer zugestehen möchten. Die Werksangehörigen sind VWs stärkste Kundenschicht. Ein Zehntel der Produktion geht an sie. Mit jedem Arbeitsplatz, der irgendwo abgebaut wird, geht ein potenzieller Autokäufer verloren. Ein fahrerloses Transportsystem. Der Carrier wird über zwei Induktionsschleifen zum Bestimmungsort geleitet. Die Last, die er da bewegt, trägt er als seinen eigenen Widerspruch. Ein Verkehr lässt sich vorstellen, der den Autofahrer nicht mehr benötigt. Ebenso wenig wie die Autofabrik den Arbeiter. Es gibt den Zusammenhang von Autofahren und Industriearbeit. Arbeitsplätze, es verschwindet die Arbeit selbst. Was damit verloren geht, ist noch gar nicht auszudenken. Der Roboter bewegt sich überaus exakt. Das Bild seiner Bewegung erinnert an eine traurige Karikatur, die niemanden mehr ähnelt. Die Roboter arbeiten auf abgeteilten Parzellen hinter Zäunen und Gattern. Sie sind mehrfach abgesichert durch mechanische Riegel, Lichtschranken und elektrische Kontakte. Werden sie durchbrochen, steht die Produktion still. Das Ende der letzten Schicht. Die Arbeiter verlassen die Fabrik. Arbeiter verlassen die Fabrik. Das war der Titel des ersten Kinofilms, der je gemacht wurde. Nie zuvor waren Bilder zu sehen, die Bewegungen von Menschen zeigten. Es war, als würde mit dem Film die Welt beginnen, überhaupt erst sichtbar zu werden.
Gleich wird ein Mann quer durch die Montagelinien schlüpfen. Er ist über und über mit Werkzeugen behängt, wie ein Guerillero mit Patronengurten überkreuzt. Er gehört zur Reparaturkolonne, die in der Nacht tätig ist.